Ja, mein Name ist Alfred Simm. Ich bin 1954 in der Oberlausitz geboren, in Löbau. Habe dann einige Jahre außerhalb der Oberlausitz gelebt und ich habe mich sehr gefreut, als ich in den 80er Jahren wieder in meine Heimat, in die Oberlausitz, zurückziehen konnte. Und bin seit über 30 Jahren Eisenbahnfan, alles früher im Ehrenamt, aber seit über 10 Jahren kann ich hier bei der Zittauer Schmalspurbahn meine Tätigkeit einbringen beruflich. Und ich fahre für die Zittauer Schmalspurbahn auf Messen, unter anderem auch nach Tschechien, nach Polen, also die zwei Nachbarländer hier im Dreiländereck. Und die Fahrgäste aus diesen Ländern werden immer mehr. Deshalb freuen wir uns eigentlich auf so eine tolle Bewerbung hier aus dem Dreiländereck. Deshalb schlägt mein Herz für die Kulturhauptstadtbewerbung 2025.